Hallo, herzlich willkommen und Servus zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich wollte schon Geheimakte sagen. So, es geht weiter. Im letzten Part haben wir den Safe Room gefunden, wo wir sehr glücklich drüber waren. Haben auch gleich abgespeichert. Und mehr haben wir eigentlich jetzt noch nicht getan. In die Kiste haben wir schon reingesehen und da haben wir das Farbband genommen. Wie kann man die mit F? Mit F fast, genau. Muss ich jetzt an die Steuerung wieder ein bisschen gewöhnen. So, was haben wir denn da? Ich würde sagen, wir legen jetzt einmal alle Items ab, die wir jetzt noch, oder die wir nicht brauchen. Sprich, so, okay. Gewehr, oh, Gewehr, war das die Schrotflintenmunition? Okay. Auf jeden Fall, die können wir auch noch ablegen. Weil dazu haben wir die Waffe noch nicht. So, die Farbbänder, die werde ich auch mal ablegen. Das Holzpasspartout oder wie immer man das auch ausspricht, das werde ich auch mal ablegen. Und sobald wir das brauchen, nehmen wir es wieder mit. So, und den Hausschlüssel, den behalten wir. Den werden wir noch öfters brauchen. Das ist ja, glaube ich, der mit dem Schwertsymbol. Und dafür nehmen wir aber das Pistolenmagazin mit. So, warte, wie... Okay, das ist etwas tricky, das Umlagern. Können wir das eigentlich stapeln? Nee, okay. Und den Erste-Hilfe-Spray. Wie viel hält denn der? Brauch ich nehm... Nee, ich lass mal da. Wenn wir verletzt sind, wissen wir ja, wo wir was finden. Gut, alles klar. Dann laden wir mal nach. Spart auch gleich wieder ein bisschen Munition. Wie kommen wir nochmal ins Inventar? So was, genau. Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns mal da um. Da liegt zum Beispiel eine Akte oder irgendetwas, das wir ja nicht mitnehmen können. Okay. Schauen wir ganz kurz mal auf die Karte. Okay, der Raum ist noch rot. Gut. So, da haben wir Schnaps. Wie können wir Sachen nochmal mitnehmen? Ah, jetzt. Treibstoffkanister. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Probiere ich das hier nochmal. Ah, doch, das geht schon. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Oh, es wird interessant. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Erstens Einäscherung, zweitens Vernichtung des Kopfes. Okay. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Das sollte auch in diesem Raum theoretisch sein. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Ich glaube, ein Feuerzeug haben wir auch schon gefunden, oder? Werden wir sehen, okay. Gut. Beenden. Haben wir das jetzt theoretisch in unseren Akten? Ja, genau. Oh, da haben wir jetzt Villa 2, Villa im Haus gesammelte Akten, Ordner 1. Im Haus gesammelte Akten, okay. Da haben wir das Handbuch. Dann den Film, den wir uns aber noch nicht ansehen können. Ich brauche einen Videorekorder, genau. Da bin ich schon gespannt, was da drauf ist. Und das Buch der Verfluchten, das haben wir uns auch schon durchgelesen, genau. Okay, gut. Da fehlt noch etwas, das will ich unbedingt finden. Unbedingt. So, okay. Gehen wir da wieder raus. So, was, da haben wir auch noch was liegen. Huch. Pistolmagazin, klar, nehmen wir mit. So, wenn wir jetzt auf die Karte schauen. Okay, jetzt diese Grüne haben wir da mal alles mitgenommen. Haben wir nicht, oder konnten wir das Feuerzeug nicht mitnehmen, weil unser Inventar leer war? Das konnte auch sein. Es ist Kerosin da. Kanister auffüllen? Ja, sie haben ihren Kanister mit Kerosin aufgefüllt. Ist das unendlich viel Kerosin drin? Ich hoffe schon. Falls das der Fall ist, möchte ich jeden Zombie einäschern. Die Frage ist, können wir auch Kopfschüsse verteilen? Weil, ich kann mich erinnern, es gab einen Zombie, den haben wir niedergeschossen und der stand dann irgendwie auch nicht mehr auf.
Haben wir denen einen Kopfschuss gegeben? Ja, mal schauen. Du, alles gut. So, sobald wir rausgehen, weiß ich noch, steht da ein Zombie. Den werden wir mal nicht erschießen, sondern da laufen wir mal mutig davon. Und wir laufen in den einen Raum zurück. Wie konnte man nochmal das Geschoss wechseln? Achso. So, wenn wir da rauflaufen, genau, kommen wir da wieder rauf. Dann müssen wir da raus und da rein. Weil ich glaube, da war das Feuerzeug drin. Und ja. Und irgendwo da stand, glaube ich, auch noch ein Zombie. So. Feuerzeug haben wir wirklich nicht. Ich dachte, das Feuerzeug haben wir schon gefunden. Ah, wir haben zwei sogar. Ja, dann füllen wir den zweiten auch gleich auf. Es ist noch etwa die... aber ihr kann... Ist da? Ist bereits voll. Okay. Also, der ist nicht unendlich voll. Na toll. Na gut, dann... Gehen wir mal raus. Doch kein Zombie? Doch, sie zielt. Aber da ist auch ein Kraut. Oh, 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 oh. Sorry, total erschrocken. Mutig wie E&D. Ach, ich finde die Musik da so beruhigend. Okay, gut. Wir können ja raufzielen, aber... Okay, wir schießen ihn jetzt einfach. Wir haben eh genug Munition. Okay, ich habe nichts gesehen, aber das hörte sich sehr stark nach einem Kopfschuss an. Ja, okay. Und der nächste kommt auch schon, okay. Oder zumindest höre ich ihn. Aber der ist jetzt bald tot und ich glaube, der bleibt auch tot. Dieses Geräusch. So, das Kraut nehmen wir mit. Okay. So, wir gehen mal vorsichtig nach oben. Und langsam. Wo bist du, Kollege? Wo sind wir eigentlich? Wir sind da. Okay, wir müssten jetzt da mal so zurück. Meine Nase. Oh, da bist du. Pass auf. So, der liegt jetzt mal. Ich gehe jetzt mal weiter. Okay, wir können ja nicht direkt zielen, das ist das Problem. Aber den vorhin, den haben wir eindeutigen Kopfschuss gegeben. Okay. Okay. Gehen wir mal da lang. So. Weil da hatten wir auch noch das ein oder andere Item. So. Kurz mal checken, die Aufnahme läuft. Ja, okay. Gut. So, da hatten wir jetzt... Wie viele Inventarplätze haben wir jetzt eigentlich noch frei? Nur noch einzeln, toll. Was haben wir da? Eine Hundepfeife. Lassen wir die kurz mal liegen noch. Ups, das wollte ich nicht, da wollte ich nicht. Ein offenes Tagebuch, die Seiten sind leer. Okay, aber da liegt das Feuerzeug. Genau. Das nehmen wir jetzt mal mit. Ja. Jetzt gehen wir mal raus. Ich hoffe, der liegt noch. Und dann der liegt nicht mehr. Der hält verdammt viel aus. Oh, nachladen. So. Wie können wir den jetzt verbrennen? Treibstoffkanister. Können wir das jetzt irgendwie ausrüsten? Verwenden? Das brauchen sie jetzt nicht. Doch, brauche ich. Ah, warte mal. Verwenden. Ah. Okay. So, der ist jetzt mal hinüber. Und der bleibt jetzt auch hinüber. So. Gut. Gut.
Und wir haben jetzt nur noch. Kurz nochmal ins Inventar schauen. Okay, jetzt haben wir da nur noch einen Kanister. Okay. Gut, dann laden wir mal nach. Und jetzt können wir uns da in aller Ruhe mal noch umschauen. Ich möchte nochmal runter. Beziehungsweise, kurz nochmal. Okay, weil wir haben schon wieder. Kann man denn nicht irgendwie stapeln, die Munition? Kombinieren? Hm. Ah! Ha! Perfekt, das wollte ich. Okay. Dann können wir doch nochmal rauf. So, wo war nochmal der Raum? Oh, einmal zurück. So. Was war der Raum? Ah, okay, das war die Einwegstür. Diese Tür hat keinen Griff. Sie können nicht durchgehen, genau. So, aber da können wir zurückgehen. Jetzt machen wir mal kurz einen Quercheck. Wenn wir jetzt nochmal da zurückgehen, sollte es der Zombie wirklich tot sein. Nicht, dass es wieder aufsteht. Aus irgendeinem Grund. Weil ich irgendetwas nicht checke. Nee, der ist tot und bleibt tot. Die Leiche ist weg, aber ich gehe jetzt davon aus, dass der nicht zurückkommt. Gut, okay. Gut. Dann gehen wir da lang. Und nehmen jetzt die Hundepfeife mit. Ich weiß übrigens auch schon, glaube ich zumindest, wo wir die Hundepfeife einsetzen können. Das habe ich nämlich gelesen. Aber ich glaube, das werde ich noch nicht tun. Oh, ein zerknülltes Memo, okay. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Spencer, das erfahren wir sicher noch. Aber das dürfte der Inhaber dieser Villa sein. Nun, ich hatte da... Und zudem auch der Gründer von Umbrella, von dem wir eigentlich noch gar nichts wissen. So, nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten OG an der Westseite der Terrasse und er hört auf diese Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zu Fleisch zu werden. Nur sie können ihn das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer wollten, nicht wahr? Im Gegensatz für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Okay. Gut. Okay, ja, dann haben wir jetzt auch einen Hinweis bekommen, wo wir die Hundepfeife verwenden können. Sollte ich... Ah ja, genau. Ist das jetzt? Ganz kurz nochmal zu den Akten schauen. Okay, es fehlt uns das vierte auch noch. Gut. So. Aber irgendetwas gibt es in diesem Raum noch. Der ist immer noch rot. Sehen wir uns nochmal um. Was haben wir da? Ein Altmusikgrammophon. Die Schallplatte ist Jupiter, also... Minako. Nee, nicht Minako, Makoto, sowas. So, ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Finden wir da vielleicht noch etwas? So, oder da? Da blinkt ja nichts mehr. Bücherregal, Bücher über die Völker der Erde. Bücher über die Völker der Erde, okay. Aber irgendetwas hier noch etwas? Oder vielleicht beim Tagebuch wirklich dann noch etwas? Oder da noch etwas? Nee, sieht nicht danach aus. Ich drücke hier gerade überall F und höre das, glaube ich, auch. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endete das Spiel mit einem Schachmatt. Okay, aber mitnehmen willst du da nichts, okay. Aber sonst hier vielleicht bei dieser Lade noch etwas? Nee. Da war Jupiter. Genau.